herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach Eierlikör selber machen könnt. Ich habe es dieses Jahr zu Weihnachten verschenkt und es ist einfach eine günstige Alternative. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Für das Rezept benötigt ihr 8 Eigelb, ein Päckchen Vanillezucker, 250 Gramm Puderzucker, eine Dose Kondensmilch und 1/4 Liter weißen Rum. Zuerst werden die Eigelbe und der Vanillezucker in einer Metallschüssel gut verrührt. Danach wird die Kondensmilch Stück für Stück untergerührt. Nach und nach der Puderzucker mit einem Schneebesen untergerührt. Jetzt wird der 1/4 Liter Rum unter die Masse gerührt. Zum Schluss wird die Eierlikörmasse mit einem Schneebesen über dem heißen Wasserbad ca. 6 Minuten cremig aufgeschlagen. Zum Schluss könnt ihr die ganze Eierlikörmasse in eine schöne Flasche umfüllen. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall ein Feedback in den Kommentaren da. Und falls ihr das Ganze nachmachen wollt, würde ich mich sehr über einen Post bei Instagram oder Facebook mit dem Hashtag BeautyPayBugged freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!